Ja, herzlich willkommen, Domination Black in Greifswald. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Reise. Seid ihr gut angekommen? Well, thank you very much. It's been an honor to be here. Ja, vielen Dank. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, hier bei euch und all den Metalheads in Greifswald sein zu dürfen. And all the metalheads here in Greifswald. Wart ihr denn überhaupt schon mal in Greifswald? Nein, noch nie. Das ist unser erster Trip nach Deutschland. Und wie gefällt euch die Stadt? Was habt ihr so schon gesehen? I just love it. This morning ich finde sie einfach toll. Ich bin heute Morgen um 6 aufgewacht und habe erstmal einen Spaziergang durch die Stadt gemacht und Fotos geschossen. Eine klasse Stadt, sehr friedlich und hübsch. Absolutely incredible. Zunächst mal für alle Hörer, die bisher noch nichts von euch gehört haben. Wie würdet ihr eure Musik beschreiben? Gibt's was, was euch vielleicht irgendwie einzigartig erscheinen lässt? Well, Domination Black's musical style is a... Die Musik von Domination Black ist eine Art Kombination aus 80s Metal. Sie verbindet Elemente von beispielsweise Metallica, Megadeth, or Judas Priest. You know, it's the basic cornerstones. You know, the cornerstone of our. Dies sind sozusagen die Eckpfeiler unserer Musik. Auf eine gewisse Art und Weise stellt unsere Musik einen Tribut für diese fantastische Epoche des Heavy Metal dar. Fantastic era of heavy metal music. Gibt es bestimmte Musiker oder Bands, die euch musikalisch besonders beeinflusst haben? Well, the songs are always about, you know, that about horror stories. So there's a lot of do with the Alice Cooper and King Diamond. And the music leads. In unseren Songs dreht sich ja alles um Horror Stories. Deshalb spielen hier besonders Alice Cooper und King Diamond eine Rolle. Außerdem sind unsere Riffs maßgeblich von Metallica, Megadeth und auch von Testament beeinflusst. Generell spielen bei uns musikalisch vor allem Judas Priest, Merciful Fate und auch Megadeth und die frühen Metallica eine große Rolle. Ihr scheint ja eine ziemlich enge Verbindung zu Lordi zu haben, speziell zu dem Frontmann Mr. Lordi. Kannst du uns ein bisschen was über die Beziehung zu dieser Band erzählen und wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt? Well, Mr. Wyron, my banjo player, or should I say guitar player. Yeah, the banjo is nicer. He knows Mr. Lordi from the Kiss Army, early days of Unser Banjo-Spieler, oder besser gesagt unser Gitarrist, Wille Wehren, kennt Mr. Lordi schon aus den frühen Tagen der Kiss Army. Er ist ein sehr bodenständiger Typ und wir passen gut zusammen. Von Anfang an hat er uns unterstützt und ermutigt, weiterzumachen. You're doing just good stuff. Okay. Don't stop. Und schlussendlich hat er für uns sogar den Song House of Thousand Eyes für die Haunting EP eingesungen. He's in a song called House of Thousand Eyes. Mr. Lordi hat ja sogar auch euer Maskottchen, den Fearbringer, gestaltet, nicht wahr? Yeah, the Fearbringer. Ja, das stimmt. Nur leider hat er heutzutage keine Zeit mehr für diese kreativen Arbeiten. Aber wir verwenden den Fearbringer natürlich trotzdem noch. We still use a Fearbringer. Glaubst du, dass es ein Gewinn für den finnischen oder allgemein für den Metal war, dass Lordi beim Eurovision Song Contest gewonnen haben? Well, that's a pretty hard question. To be honest with you, I think the Eurovision Contest... Das ist eine sehr schwierige Frage. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber natürlich haben Lordi durch ihren Erfolg beim Eurovision Song Contest den Hard Rock und den Heavy Metal in absolut unterschiedliche Gesellschaftsbereiche hineingetragen, sodass sogar Großmütterchen und kleine Kinder gesagt haben, Lordi, Lordi, I really like that masked guy with the bad skin. Ich finde die gut, aber wer ist denn der Typ mit der schlimmen Haut? Und seitdem hat die Band mehr Fans als jemals zuvor. Und das sind nicht nur Metal-Fans oder Hardrock-Fans. Huge shock news in Finland when Lordi did a few shows. And after every single song, they're butchering someone. Als Lordi in Finnland einige Shows gespielt hatten, zu denen auch Familien mit ihren Kindern kamen, hieß es immer, Lordi, was habt ihr nur getan? Die Kinder weinen, sie haben Angst vor euch. Worauf Lordi entgegneten, wir sind ja auch keine Kinderband. Shock news. Lordi, what have you done? Kids are crying. They are so afraid of you. And Lordi was, well, we're doing the horror stuff. I told you, we are not a children's band. But it's, you know, people usually just forget that. It's all about. Was viele dabei immer vergessen ist, dass das alles lediglich Entertainment ist. Selbst im Theater kannst du alles Mögliche veranstalten, nur dass es dort niemanden stört. Stuff, but nobody gives a flying damn thing about it. So, if you're in a metal band, you are fire breathing or doing shit like that.
Okay, zurück zu euch. Was war denn eigentlich der Grund dafür, dass ihr zu Violent Journey Records gewechselt seid, nachdem ihr über Poison Arrow Records schon 2 Alben veröffentlicht habt? After the Dark Legacy, we were touring like hell. Nach dem Dark Legacy Album sind wir wie die Blöden getourt und als wir wieder zurück waren, hatten wir den Song The House of Thousand Eyes fertig, von dem wir dachten, der könnte ein Hit werden. Poison Arrow Records waren davon nur mittelschwer begeistert. Etwa zur selben Zeit hatte der Boss von Violent Journey Records mit uns Kontakt aufgenommen, weil er seit den Anfangstagen ein Fan von uns war. Wir dachten uns nur, geile Scheiße, und haben nach Rücksprache mit Poison Arrow das Label gewechselt. I've been a huge fan of yours. Really? Yeah, since the demo days. I was like, Jesus bloody Christ. And so I told the Poison Arrow guys that, is it okay if we are leaving? Oh, whatever. They were pretty lazy. Die Jungs von Poison Arrow waren auch ziemlich faul, sodass wir sogar die gesamte Promotion für unsere Alben selber in die Hand nehmen mussten. Bei Violent Journey Records ist das ganz anders. Die machen einfach alles. Violent Journey is doing everything. Meine ganz andere Sache. Es gibt ja bei IKEA eine Toilettenbürste, die denselben Nachnamen hat wie euer Gitarrist. Was hat der denn dazu gesagt eigentlich? That was an amazing thing. Ja, das war herrlich. It was like more like a, ooh, I'm honored. Ooh, I have to order those things. Alles, was er dazu gesagt hat, war, oh, welche Ehre. Ich muss mir gleich ein paar von den Dingern besorgen. Er hat ja ein Kistzimmer, in dem sich nur Kistkram befindet. Jetzt stehen da auch ein paar von diesen Toilettenbürsten rum. Next to Paul Stanley's Tattoo. Anyway. Was sind denn eigentlich eure Pläne für die Zukunft? Gibt es bestimmte Festivals oder bestimmte Touren, die ihr auf jeden Fall noch machen wollt, bevor ihr euch zur Ruhe setzt? We haven't thought about it. You know, this is weird. We're doing nowadays step by step. Ooh, baby, we're gonna get your girl. Darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Momentan gehen wir alles Schritt für Schritt an. Allein dieser Trip nach Deutschland ist bereits einer unserer wahr gewordenen Träume. Deutschland ist ja eines der wichtigsten Länder für Heavy Metal. Alle meine Lieblingsbands kommen aus Deutschland. Except, UDO, Destruction, Creator. You name it. Ihr tretet ja im Rahmen des Nordischen Klangs in Greifswald auf. Gibt es ein kulturelles Event, das ihr diese Woche auf jeden Fall noch besuchen wollt? Well, of course, why not? Ja, natürlich, warum nicht? Wir mögen ja alle möglichen Musikrichtungen. Natürlich stehen wir besonders auf Heavy Metal. Heavy Metal! Aber wir mögen auch Jazz und Blues und so. Okay, sprechen wir doch mal über euer Konzert heute Abend. Wie sieht denn da die Setlist aus? We have two songs from the EP, the Haunting EP. And we play some old stuff from our first album and from the second album. Wir werden unter anderem 2 Songs von der Haunting EP spielen, aber auch ältere Songs von den ersten beiden Alben. Darüber hinaus werden wir aber auch 2 brandneue Songs spielen, Secret Room und The Evil Inside. Die werden auf unserem nächsten Album zu finden sein, welches irgendwann Ende des Jahres oder im Sommer nächsten Jahres erscheinen soll. Darüber hinaus werden wir exklusiv für Greifswald ein Judas Priest Medley zum Besten geben. Extremely rare stuff. We're going to play a Judas Priest medley. Just hearing Greifswald. Okay, letzte Frage für heute. Was kann denn das Publikum von eurer Show erwarten und was erwartet ihr vom Publikum? Well, we're gonna give people exactly Wir werden dem Publikum genau das geben, was es verlangt. Es wird einfach eine riesige Heavy Metal Party. Das ist alles. That's all. You heard it. Heavy Metal Party!